Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skilanglauf mit Valerius. Richtig. Bei Mac. So sieht's aus. Und der kleine, komische, hässliche Typ, der hier vorne jetzt einen auf die Fresse kriegt, der ist, das ist der Ascanius. Und ja, tatsächlich, du hast dich tatsächlich getroffen. Ja, ne? Einmal, ja. Okay, ja. Also wie gehabt in Gold, Ascanius. Ich bin in Silber unterwegs. Wir sind die Typen von Liquid Let's Play. Sie sind auf der Flucht. Und die Typen sind auf der Flucht. Und die werden uns auch noch krallen. Ja. Oh, das ist ein Explosionsfässer. Ein Kissen. Meine ich ja. Was definiert denn? Stopp. Na. Sagte er und verabschiedete ihn. Ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache du springst dann. Ja, ja, ist schon klar. So. Botschaft ist angekommen. Das ist schön. Die aber nicht. Ja, ja. Gut, weil es so schön war. Ja, noch einmal. Ich wollte gerade sagen, kommen keine explosiven Fässer mehr. Ja, die waren ein bisschen verspätet, ne? Ja, die hatten noch ein bisschen Urlaub. Ja, tschüss. Ja. So, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Da hinten ist frei, oder? Der zweite? Ja, genau. Jetzt muss ich runter. Wie habe ich das denn geschafft? Du machst halt schon echt gut, muss ich sagen. Ja. Mach das. Ich will nur Sonnenenergie fahren. Mhm. Aber den machst du gerne, ne? Ja, ja, den habe ich total lieb. Und jetzt hier vielleicht mal nicht beraten lassen. Ja, ah, das war doch. Geklappt. Ja, alle guten. Wieder drei Jungs. Alle guten Dinge sind drei, ne? Die sind immer noch auf der Flucht. Wollte ich auch gerade sagen. Schweinerei. Sie wollen zum Dach? Ja, dann wollen wir da auch hin. Da hast du Position. Passiert auf jeden Fall nichts. Du auch nicht. Ich möchte gar nicht wissen, an wie viel Geheimgänge wir hier wohl vorbeigelaufen sind, Lisa. Keine Ahnung. Dieser Villa. Nachher, wenn wir ein Geheimnis-Dings haben, dann können wir ja mal gucken. Wie hier noch alles wird, ey Jungs, pass mal auf. Da musst du mir schon ein bisschen was entgegenbringen, sonst wird das kein. So ist das wohl. Nochmal ein bisschen Teile stopp, für mich. Stopp. Ja. Guck mal an. Ja, der Tier läuft echt gerne dran vorbei, ja. Ne? Das ist echt wohl. Das sieht so. Mir aus nach einem Teil für? Genau. Für das Verwandler-Teil. Seltenheit, zwei Sterne. Ja, nicht schlecht. Ja. Wir haben auch noch nichts doppelt. Ne. Also, wenn es das überhaupt gibt. Ja, richtig, richtig. Das ist die Frage. Aber ich sag mal, so übertrieben gesagt, wenn wir jetzt irgendwie quasi online, geht ja irgendwas damit. Ja, ja. Wenn wir jetzt mit irgendjemandem, der quasi alles hat, da einfach quasi die Sachen von kriegen könnten, die er schon gefunden hat. Wäre doof, ne? Wäre ein bisschen easy peasy, oder? Ja. Also gut, ja gut, ist Zufall, was man da kriegt, ne? Anscheinend, ja, aber also das. Dann hätten wir wahrscheinlich auch schon ein paar Teile doppelt gemacht, oder? Ja, aber ich meine so nach dem Motto, dass du keine Teile doppelt kriegst, aber halt so beispielsweise die seltenen Sachen halt, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber dann müsste trotzdem irgendwas doppelt sein, ne? Ja. Und wenn du sagst, es gibt Sachen, die es häufig gibt und Sachen, die es selten gibt. Ja, klar. Wenn man die ganzen häufigen quasi hätte, könnten dann ja nur noch seltene kommen. Richtig. Ja, wir werden das mal weiter im Auge behalten. Ja. Nochmal einen Satz. Teile für den guten alten Neck. Ja, was sie da meinen. Da können sie natürlich jetzt auch mal ein paar Gegner ranbringen. Ne? Wie viele Jungs da vorne, die da so schnell frühstückt. Und hier auch diese beiden, die haben auch nichts mehr zu sagen. Da werden immer mehr hier. Ja und? Nur mehr Teile, die wir aus dir rauskugeln können. Aus mir? Aus denen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Sonnenenergie haben wir uns geschnappt. Ah, oh, da ist ja noch einer. Ach. Der ist so unauffällig gewesen. Ja, so unwichtig gewesen, da haben wir den gar nicht registriert. Ja, wo ist der Neck? Ja, wo ist er denn? Ich hau mal diese Kiste hier. Aber, mit aber auch jetzt hier. Blöd.
Ja gut, lassen wir es. Blödneck hier. Blödneck? Na. Irgendwie ähnlich wie Kaschneck, oder? Das müssen wir wohl später reden. Guckt in die Abonnentenliste unseres Kanals, wenn ihr wissen wollt, wer das ist. Ja, ja, ja. Die sehen nicht jeder. Nee, weiß ich. Lukas, hinten rein. Aber Gruß an Kaschneck. Ja. Ist quasi jetzt... Oh. Nur damit ich ins Flugzeug gehe. Ja, das Flugzeug ist immer so dein Knackpunkt. Mein Knackpunkt. Auch die Wälder sehen geil aus, oder? Trockdomine. Trockdomine. Kein Kontakt zu Ryder. Also, der ist bestimmt Kaffee trinken. Laut Plan schleichen wir uns durch einen unbenutzten Seiteneingang. Den unbemerkt mehrere Kilometer durch aktive Minentunnel. Und dann soll Neck die Tür öffnen. Oh, und wir können Ryder nicht sagen, wo wir sind oder was wir vorhaben. Ja, genau so sieht's aus. Und was den Kontakt zu Ryder betrifft? Hast du schon mal einen von denen hier gesehen? Ist das ein Holobot? Ganz genau. Wo immer er steckt, der hier findet ihn. Ryder, wir konnten Lukas wieder zurückholen. Aber Victor hat etwas sehr Merkwürdiges vor. Wir gehen jetzt in die Trockdomine und werden uns umsehen. Das erinnert mich so ein bisschen an Star Wars, ne? Ja, oder... Ja, Star Wars... Ja. Ja. Wo Amidala sich dann da runterbeugt und so. Ja. Ne? Ja, ja. Ich war schon ewig. Sind die jetzt vorgerannt? Ja. Der Plan des Doktors. Ja, da können die auch vorlaufen. Kapitel 5.1. Spinne! Spinne. Tralalala. Ey! Uiuiui. Kackspinne. Spritz sie hier einfach rum, ey. Ja, eine Spritzespinne. Ja, zu Beginn jenes Kapitels war ziemlich klein, ne? Das ist noch Sonne. Ja. Oh. Zum Beispiel, die hängen einem immer im Bild und die kommen dann irgendwann, ne? Ja, auch. Ja. Solange die, wenn die hängen, noch nicht so gefährlich sind, ne? Ja, da wollten die anscheinend noch nichts von uns. Ja. Was ich nicht verstehen kann. Don't. Oh, Relikte. Wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen. Da haben wir noch ein bisschen. Schön, das habe ich gerne. Sind wir schön in die Cutscene gekommen. Ja. Was ist das denn? Eine Flederkatze. Ja, ist doch auch schön. Wie war das gestern noch? Ja. Mutiger Kreuzung aus Kuh und Katze, sehr mutig oder irgendwie so. Aha. Da verstehst du mutiger. Ja. Aus Kuh und Katze. Ja, das ist der Brüller. Ich schmeiß dich gerade weg. In Dings gibt es das. Gibt es die Kreatur tatsächlich, die Mutiger heißt. Das ist dann ein Tiger, der immer Schnupfen hat. Und bei Ni no Kuni. Okay. Und die sind da ganz easy peasy rübergejumpt. Ja, ja. Und den Neck muss ich fangen. Gibt es hier Kobolde? Nein, die wurden schon lange vertrieben. Aber es gibt andere Dinge, die viel gefährlicher sind. Boah, ich habe ja kaum noch Leben. Stimmt. Krass, ich brauche mal wieder Teile. Die Flederkatzen sehen cool aus. Ja, das stimmt. Die sehen schön aus vom... Die sehen schön aus. Was sind das für... Die sehen ganz schick aus. Ey, kannst du mal aufhören zu versuchen, mich zu hauen? Ich merke halt wohl, dass du da die ganze Zeit unauffällig versuchst. Vor allem unauffällig. Mhm.
Wir sind jetzt im aktiven Teil der Mine. Ja, das ging ja leicht. Ja, grüß dich. Nachdem du mich immer in jede scheiß Cutscene. Oh, Teile für mich. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Teile aufnehmen, dass sie das auf dem Controller in den Dings gelegt hat, da habe ich schon cooleres gehabt. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde es besser gelöst wie bei der Wii, weil bei der Wii sind die Boxen in dem Controller so schlecht, dass du einfach echt immer einen mega blechernden Sound hast. Und du bist dann immer wieder total überrascht, was denn da für ein blöder Sound bei rauskommt. Ja. Vor allem bei Mario und so. Das Spiel ist ja nicht schlecht eigentlich, aber Das gefällt mir nicht. Also, Also wenn du dann so ein richtig blecherndes, normalerweise im Spiel ist es ein normales, hohes Kling. Ja. Und im Controller kommt so ein Plong raus, weil es einfach so blechern ist, weil die einfach so schlecht sind. Ja, gut, ob man das jetzt braucht, hier die Dings drin, weiß ich auch nicht. Nee, also ich muss sagen, bei Killzone war das wohl ganz cool gemacht. Da hat man so, so Sprachnachrichten gefunden. Mhm. Und die sind dann halt, wie so quasi so Demo-Geräte oder so. Also quasi, wo Leute irgendwie, die da halt rumgelaufen sind, irgendwie Aufzeichnungen, so Tagebucheinträge halt per Ton. Und die haben sie dann auf dem Controller ausgegeben. Das war wohl ganz, das passte wohl. Ja, das so, glaub. So von der Szenerie her. Das war wohl ganz cool gemacht. Ja, ich finde es immer, also vor allem bei Release-Titeln ist es meistens so, dass die dann ja auch die neuen Features immer unbedingt mit einbauen müssen. Ja, klar. Das heißt, auch manchmal zwangsläufig, wie zum Beispiel beim ersten Uncharted, da hast du dann total umständlich mit dem Motion-Teil des Controllers, also mit der Bewegung, hast du dann Granaten werfen müssen und so ein Kram, weißt du? Dann brichst du dir eher die Arme, als du es effektiv machen kannst. Das finde ich dann immer ein bisschen schlecht gehandhabt. Ja, also ich finde ja schön, wenn man es verwendet, weil dafür ist er da. Ja, wenn man es effektiv verwendet. Ja, genau, aber dann muss das auch irgendwie sinnig sein. Ja. Was ich hier jetzt noch gar nicht benutzt, oder was wir jetzt hier noch gar nicht benutzen mussten, ist das Touchpad. Ja, zum Beispiel, ja. Bringst du ihn wieder zum Laufen? Klar, ich bin ja gerade erst wieder groß. Bei der Vita ist das zum Beispiel so, dass es bei Uncharted sehr gut genutzt wird, dass du diese Bewegung in der kleinen Konsole hast, weil du dann nämlich zum Beispiel so, wenn du Objekte findest, dass du das Teil mit der PS Vita drehen kannst und dann, dass du auch mit dem hinteren Touchpad halt das Ding auch drehen kannst. Das ist echt fein. In die Tiefe. Kapitel 5.2. Hallo. Aber so ist die Steuerung eigentlich gut gemacht. Okay. Ja. Ganz intuitiv. Ich bin der Einzige, der stehen geblieben ist. Ja. Doch, also Neck, das spielt sich ganz gut. Muss ich sagen, macht auf jeden Fall Spaß. Ist ein gutes Spiel, ist abwechslungsreich. Ja. Also ich meine, im Endeffekt knopfst du immer wieder drauf, aber so vom Level-Design und so macht das auf jeden Fall wohl Spaß. Ja, auch die Gegner sind immer unterschiedlich. Genau, die Gegner machen unterschiedliche Sachen. Also ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, jetzt weißt du, wie du da durchrennen kannst und so. Und die Gegner sind auch wohl herausfordernd. Also ist nicht so, dass du sagst, total easy. Du bist auch nicht einmal groß und verhaust dann alles, sondern du wirst wieder klein, musst dir wieder Teile sammeln. Und meistens finde ich einigermaßen plausibel den Grund, warum man wieder klein wird. Ja. So ein Generator oder halt Fliegen oder so. Ja. Und es ist echt schön animiert, vor allem die Zwischensequenzen gefallen mir echt gut. Es ist auch sehr flüssig, ne? Es geht dann wieder in eine Szene, dann wird wieder ein bisschen geredet. Erde wegräumen, Objekte freilegen, Relikte bergen. Victors Familie gräbt hier schon seit 100 Jahren. Wozu sind die Kraftfeldschranken? Ah, also da sind diese Dinger, die sehr wütend werden, wenn wir die Relikte bergen. Bleib zusammen und lass uns hoffen, dass wir denen nicht begegnen. Okay. Hm. Da gibt's also auch noch welche, die quasi so Reliktwächter sind, so in Anführungszeichen. Wow! Wir haben hier
hier noch keinen Geheimraum gehabt oder so, oder? Mhm. Zumindest keinen, wo wir irgendwie einen Teil gekriegt hätten für unsere Bauwerke. Hier ist wieder total gefährlich. Ach, Ivo. Ja, ja. Gott, da nix. Okay. Geht's da wohl lang irgendwo? Unwahrscheinlich, oder? Ja, unwahrscheinlich. Mann! Ich will einen Geheimraum! Gib mir einen Geheimraum! Oh, Relikte! Ups! Gibt's doch nicht, ey! Muss doch irgendwo was sein! Ich hab da wo gesehen. Wie kommen die denn hin? Ja, die was? Sind halt. Da vorne ist eine gut. Wache. Ui. Oh, das scheint so ein Reliktwächter zu sein. Ja. Ja, dem sagen wir doch mal Hallo. Sicher, er ist doch cool, nur hier diesen Bagger, weil der. Relikte gibt. Oh, da kommt ja einer mit dem Kantholz. Ja. Mann, Mann, Mann. War ja wohl ein Ding mit dem Zaunfall, hä? Ich komm raus, du bist umstellt. Geht nicht, Tür kennt. Oh Gott. Merkst du, ne? Ja, ja, ja. Wow! Was hast du denn? Auftrag hier. Alter Verwalter. Hinterlässt das noch so Spuren da, ey. Das ist ja der Wahnsinn, ist das ja. Ja. Super Förderbänder, wo die Steine so dazwischen liegen bleiben, ne? Mhm. Ich sehe schon wieder was. Ja, ich auch. Oh. Heute sind wir ein bisschen länger drauf gewesen, aber dafür sagen wir jetzt viel kürzer. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nee, auch das ist eine. Die letzten Folgen waren fast alle über 20 Minuten. Wahnsinn. Ja, echt? Krass, ne? Dann haben wir quasi eher in eine kurze Folge, oder? Ja. Gut. Quasi. Ja. Ich bin ja gar nicht so viel kleiner geworden, oder? Nö. Fett. Ja. Gefällt mir. Ja. Und mehr davon seht ihr in der nächsten Folge. Mit Sicherheit. Und tschüss. Liquid Let's Play. Ciao. Ciao, Dom.